Moin Grillfreunde, heute haben wir Samstag, den 1. August 2020. Traditionell das Wochenende der Deutschen Grillmeisterschaft, der GBA in Fulda. Aber ihr wisst ja Leute, die fällt leider aus. Aber die GBA hat bekanntermaßen einen Ersatzwettbewerb, und zwar den ersten Hotspot-Wettbewerb veranstaltet. Und zwar an 7 Hotspots in ganz Deutschland. Und die Svenja und ich, zusammen mit Bastis Leckereien, sind am Standort Seesen als Moderatorenteam eingeteilt. Ja, das Ganze findet morgen statt. Wir machen uns jetzt auf den Weg und dann nehme ich euch mal ein bisschen mit. Guten Morgen, Leute. Ja, wir sind in Seesen. Wir sind gestern Abend schon angefangen, haben in der Pension übernachtet, relativ spät angekommen. Und heute Morgen um 6 Uhr hoch, duschen, fertig machen und Wetter. Nicht so schön, aber mal gucken, was der Tag bringt. Hier ist noch gähnende Leere. Das ist das Wettkampfareal. Ja, und die Svenja und ich, wir werden jetzt mal gucken, bevor es denn losgeht, ob wir nicht irgendwo einen Kaffee kriegen. 8.30 Uhr, hier ist übrigens die Svenja. Hallo! Ne, schon ordentlich treiben jetzt hier. Die Stände werden aufgebaut. Also, alle sind guten Mutes, alle sind motiviert. Das wird bestimmt eine tolle Nummer heute. So, die Teams bauen hier auf. Das sind hier die kleinen Weber Lions, wie man hier auch unschwer erkennt. Und vorne haben wir das Team Go Grillers. Hier die Barbecue Brew Crew. Und hier haben wir dann die Berlin Barbecue Brothers. Ja, kleines Areal, aber sehr schön. Die Teams sind megamäßig im Gange. Es wird gebrutzelt und gegrillt und geschnitten alles. Und da möchte ich euch mal mitnehmen. Und zwar bin ich hier bei dem ersten Team. Das sind die Barbecue Brothers Berlin. Erzählt mal ein bisschen über euer Team. Ihr kommt aus Berlin, denke ich mal. Genau. Und Brandenburg. Ein Zusammenschluss. Ja. Wir sind seit 2016 beim Grillen dabei. Ein paar Meistertitel haben wir ja schon. Genau, jetzt, was habt ihr denn für Meistertitel gemacht? Wir haben die Brandenburger Meister waren wir. Wir sind Berliner Meister gewesen. Wir sind Schleswig-Holstein Meister gewesen. Und sind jetzt amtierender zweiter deutscher Meister. Geil. Bei der Amateure. Geil. Und welchen Platz rechnet ihr euch heute aus hier? Schwer zu sagen, ist ja wirklich hochkarätig hier. Ja, die vier Mannschaften. Ist schwierig. Genau, also vielleicht für meine Zuschauer. Hier sind zwar nur 4 Teams, aber insgesamt treten ca. 20 Teams an, die natürlich alle um einen Siegertitel kämpfen. Richtig. Und einen zweiten und dritten Platz. Kurze Frage, das wird eher später gesendet. Was sind eure Rezepte heute oder Gerichte? Wir haben den Fisch, also Forelle. Ja. Wir haben das Lamm. Genau. Genau, das Lamm und ein Dessert. Und vielleicht noch ein bisschen was zu den Beilagen. Wie gesagt, mein Kanal, der wird erst geschnitten, das wird erst in ein paar Tagen veröffentlicht. Also ich habe bei den Beilagen, bei dem Lamm habe ich dann grüne Bohnen und Wachsbrot, ja. Bacon und habe dann noch einen Taler dazu mit schön mit Pilze drin und dann eine schöne Soße noch dazu mit Aprikosensoße. Oh, geil. Zum Lamm schön zupasst, sag ich erstmal. Sehr schön. Ich will mal einmal kurz einen Blick hier rüber werfen. Darf ich mal einmal? Das ist wahrscheinlich das Dessert. Also das wird mal so aussehen. Ui, dann müssen wir mal einmal, also wir spoilern ja nicht, wir sind ja quasi zeitversetzt hier. Hammer, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Ein schöner Spiegel, einfarbig, aber schon wirkt wie zweifarbig durch die, durch den Brösel, ne? Ja. Sehr schön. Ja, und dazu gibt es dann wahrscheinlich noch so ein kleines Törtchen, ne? Oder was ist das? Das ist doch das. Ach, das war das. Ah, das ist wirklich viel größer. Das ist ein Cheesecake. Ah, hier verschiedene Größen gemacht. Ja, ja. Oh, hier die Bohnen, Spargel, der wird noch versteckt im Lamm. Im Lamm versteckt. Also. Und was ich natürlich immer geil finde, hinten, Leute, da brennt die Feuerplatte. Richtig geil. Die muss brennen. So, wer ist hier heute, gibt es für euch immer einen Verantwortlichen für den Gang oder wie organisiert ihr euch? Wir machen, jeder hat seinen Gang. Genau, ihr seid wie viele Leute im Team? 6. 6 schon mal rüber, da sind noch 2 Mädels. Genau. 3. Hallo. 3 bis 9. Genau. Also das Team sind hier, ihr 6 Personen. Genau. Und ich drück mal die Daumen. Mal gucken, welchen Platz ihr nachher erreicht. Das wäre schön. So, nochmal schön Schwenk hier. Barbecue Brothers Berlin. Aber eigentlich Barbecue Brothers and Sisters Berlin, oder? Eigentlich ja, ne? Die Frauen, die werden hier unterrepräsentiert, oder? Begleitung. Du, das sendig, ne?
Alles klar. Vielen Dank für euer Interview. Danke dir. So, bin ich einmal am Stand von den kleinen Weberleins. Auch hier hektisches Treiben. Wird ein schöner Sud gemacht. Ui, was wird das Feines? Wantan. Wantan? Ja. Uiuiui. Asiatische Küche. Ein bisschen. Wäre schön. Finde ich super, wenn man das so kombiniert alles. Wir wissen auch noch nicht, was es wird, aber es wird was. Ja. Was denn jetzt? Wie viele Leute seid ihr im Team? 7. Und ihr kommt woher? Aus Nordhausen. Aus Nordhausen. Ne, super. Kann mit Hut. Mit 2 zugedrückten Augen, das ist der südliche Rand vom Harz quasi. Genau. Also quasi Heimspiel für euch. Fast. Genau. Bei welchen Meisterschaften wart ihr so bisher unterwegs? Oh, letztes Jahr musst du uns fragen, wo wir nicht waren. Wir waren auf 8 Meisterschaften letztes Jahr, ne? Unter anderem in Hessen auf Poing, Van der Falk. Na super. DGM auch? DGM auch, ja. Mitteldeutsche in Burg-Liebenau. Und die beste Platzierung, auf die ihr am meisten stolz seid bisher so generell? Also wir sind 2-mal Landesmeister geworden und 1-mal Zweiter. Und ich denke, in Kolbitz war schon somit das Besondere. Gut, Burg-Liebenau war halt die erste Meisterschaft, wo wir dann eben auch gleich gewonnen hatten. Aber ich glaube, Kolbitz, da waren wir schon zum 2. Mal. Beim 1. Mal waren wir da Dritter, 2018. Und jetzt 2019 sind wir Erster geworden. Das Besondere da war, dass da gab es ein Novum bei der GBA, da ist der Sieger durch Losentscheid. Ach, was eigentlich ein bisschen doof ist. Ja, ne? Was nicht so schön ist, richtig. Ja. Guck mal, hier wird, lass mal einmal filmen, hier wird der Sieg schon mal gemacht. Was gibt es denn bei euch für die Bayer Forelle als Beilage? Björn? Bei der Forelle wird es ein Möhren-Fenchel-Gemüse geben und ein Süßkartoffelstampf mit Erbsenbutter. Nee, mit nicht Erbsenbutter. Und beim Lamm als Beilage, wenn ich fragen darf? Da gibt es Erbsenpüree. Einfach dazu mit den Manikantblättern. Ja. Und eine Senfsoße Hollandaise. Super. Ich bin gespannt. Ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen. Dankeschön. Oh, als nächstes zeige ich euch das dritte Team. Das sind die Go Grillers. Und Leute. Deutscher Amateurgrillmeister 2019 und schöne Pokale hier. Aber wir sind Gorillas Barbecue, das ist ja wichtig. Okay, sorry, Go Gorillas Barbecue, das steht da auch nicht dran. Das müsst ihr nochmal. Steht da auch mal. Da, nimm die Frage. Ah, Barbecue. Wofür steht das Barbecue? Ja, für die Mädels. Ah, okay. Finde ich gut, dass man die Mädels nicht unterrepräsentiert. Nee, die Mädels sind die Chefs hier. Ja? Wichtig, also wir haben eine Teamchefin. Oh, die steht da hinten, das ist Susi. Die hat vorhin mit dem Pokal immer schon. Das heißt, wenn das irgendwann mal schaffen sollten, deutscher Meister der Profis zu werden, gibt es eine Grillkönigin. Sehr geil. Der Novum, ne? Ja. Ja, mal gucken, ne? Bisher sieht es ja nicht so schlecht aus, was bei euch so läuft, ne? Ah, dann gucken wir uns mal einmal das schöne Feuer an. Leute, Bacon geht immer, oder? Bacon geht immer. Steffi, geht Bacon immer? Immer. Ja. Träumchen, Leute. So, ich muss sagen bei euch, das läuft sehr, sehr entspannt ab, das Ganze. Ihr seid ein echt eingespieltes Team, denke ich, ne? Das passt schon alles. Obwohl ihr ja noch recht junges Team seid, oder habe ich das falsch verstanden? Ich bin der Älteste. Ja. Aber du weißt ja, was ich meine, ne? Ihr seid noch nicht, aber sehr erfolgreich, ne? Nee, und ihr werdet ja jetzt eigentlich bei den Profis angetreten bei der DGM, genau, ne? In diesem Jahr in Fulda. Ja. Ja, super. Also dieses Flammenspiel, das beruhigt Leute, Hammer. Versuch mal dann im nächsten Jahr bei den Profis. Ja, ich hoffe auch, dass nächstes Jahr wieder das ganz normal läuft. Aber ich finde es toll, dass wir dieses Jahr diesen Hotspot-Wettbewerb haben. Wenigstens etwas, man bleibt ein bisschen im Training, ne? Ja, besser als nichts. Ja, das stimmt. So, dann gucken wir mal weiter. Vielen Dank nochmal und ich wünsche euch natürlich viel Glück, Daumen hoch. So, Team 4 ist die Barbecue Brew Crew. Auch hier sehr entspannt. Man merkt, der Horst ist schon im Feiermodus hier. Du bist der Florian. Ich bin der Florian. Und wir haben uns vorhin schon mal unterhalten. Was? Und du wolltest fertig probieren? Nee, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich live bin. Weil das ist jetzt so mein eigener YouTube-Kanal, Grillcoach Gerrit. Was gibt es denn heute bei euch als Beilagen? Als Beilagen? Wir heißen Horst. Dann haben wir den kalten Fabi. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles verraten darf. Du, mein Kanal, das Video schneide ich erst Horst, ein paar Tagen. Ja, ich rede mal so laut. Und Horst ist so stringent. Ja, nein, also wir haben ganz leise, hört keiner. Wir haben einen Erbsen-Minz-Püree.
Dann haben wir eine Tomatensalze zum Lamm. Und dann haben wir noch ein kleines Chutney, ein Pfirsich-Chutney gemacht, was wir dazu reichen. Und dann noch so einen kleinen Granatapfel-Erbsensalat. Und wenn du mir noch mal einen Gefallen tust, zeig mir noch mal das tolle Messer. Das zeige ich dann mal schon mal meinen Abonnenten. Das tolle Messer, was du auch morgen oder übermorgen... Was ich demnächst bei mir im Kanal mit einzieht, ist unter anderem... Dieses? Das und das. Ach nee, das sind große. Das sind groß. Leute, er macht das nur groß. Und mir zieht demnächst... Dieses und diese beiden Nesmopianos Messer, das Kochmesser und der lange Slicer. Und ich muss sagen, was hältst du davon? Die sind geil, ne? Ich finde sie wunderschön. Wunderschön und super geil scharf. Es gibt keine besseren Messer. Das habe ich auch gemerkt, für mich sehr, sehr gut. Ja, also ihr seid ja auch ein altbekanntes Team so auf Meisterschaften. Und rechnet ihr euch heute schon was aus? Ja, mindestens der vierte Platz sollte drin sein. Also zumindest hier in Seesen sollte der vierte Platz. Ja, aber ich glaube insgesamt geht da noch ein bisschen mehr. Ja, ne? Mal gucken, was geht. Ne? Ja, mal gucken. Ist ja der erste Wettkampf dieses Jahr. Von daher. Müssen wir erstmal gucken. Genau. Und wir sind mit dem Team, haben wir noch nie einen Wettkampf gemacht. Und es sind ja alle Teams ein bisschen eingerostet, muss man ja sagen, in diesem Jahr. Ne? Und von daher, mal gucken, wer am besten aus den Startlöchern kommt. Ne? Ganz entspannt. Aber ich muss sagen, es ist eine tolle Sache, weil sonst hätten wir dieses Jahr ja gar nichts. Ne? Genau. Ja. Ne? Oh, guck mal. Was meinst du? Da gibt es. Ich hab dir hingestellt. Oh, danke. Schönes Porter und ein Rumpsteak vom Horst mit Meerrettich und Zitrone. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich vorher kurz als Interview für meinen Kanal. Drück euch die Daumen. Bin gespannt nach auf euer Teller. Sag's doch zu jedem. Ja, sag ich auch. Horst kennt mich, aber das gehört sich einfach so. Und drück euch die Daumen. Der Beste soll ja auch gewinnen. Das ist auch ja, schade. Dann müssen wir jetzt ohne dich essen. So, okay. Leute, ich muss mal kurz was gerade biegen. Ciao. Charcoal Street Barbecue e.V. ist hier am Start und da sehe ich auch gerade den Olli. Auch der Olli darf sich mal bei mir auf meinem Kanal vorstellen. Hannover ist nicht so weit von mir, also wir haben uns noch nie gesehen. Ja, ich lade dich gerne mal ein zu unserer nächsten Aktion im September, das kann ich schon mal sagen. Oh, im September bin ich wahrscheinlich nicht da. Schade. Aber mal gucken, aber beim nächsten Mal vielleicht definitiv. Dann merkt er den Dezember. Da sieht es auf alle Fälle besser aus. Da geht auf jeden Fall was. Gerne, kannst du mir noch mal gerne schreiben. Aber ich möchte trotzdem nicht verheimlichen, was ihr Tolles so macht. Ja klar, wir machen Barbecue-Events für Bedürftige und Obdachlose. Im Moment mit dem Fokus Hildesheim und Hannover. Grillen dort unter anderem regelmäßig, mittlerweile seit über 5 Jahren im Stadion. Beköstigen da bis zu 1700 Leute bei der Weihnachtsfeier von Hannover 96. Oder Happy Ending. Ja, und es macht uns einen riesen Spaß. Und wer Bock hat, kann uns gerne mal auf unserer Webseite besuchen oder uns auch bei Facebook folgen. Da kriegt dann auch die aktuellsten News und was so abgeht. Oder natürlich auch gerne vorbeikommen und uns dabei unterstützen. Also Leute, ich finde das eine tolle Sache. Jeder, der was kann, sollte da mal auf die Seite gucken und gerne mal unterstützen. Es gibt so viele bedürftige Menschen und ich finde auch, die Szene, die Barbecue-Szene kann da auch ihren Teil zu tun. Und das macht der Olli mit seiner Truppe. Ja. Das ist ein e.V., das geht nicht um Geld, das geht einfach nur um Nächstenliebe und was zurückgeben. Genau. Und ich muss sagen, jeder, der einmal dabei war, ist immer wieder gekommen. Also Leute, guckt euch das an. Genau. Und ich glaube, der Olli freut sich, wenn man mit Geldspenden, Sachspenden. Das irgendwas geht machen immer kann. Gerne. Im Zweifel einfach den Olli anschreiben. Ja. Und dann findet man genau, schon. Genau, ich sage nochmal die Webadresse www.streetbarbecue.de, damit das auch findet. Ansonsten nach Streetbarbecue bei Instagram oder Facebook suchen, werdet ihr uns auch finden. Alles klar. Von dem Porter aus mit einer Gewürzmischung und Meerrettich, das lassen wir uns mal schmecken. Basti. Das ist übrigens Bastis von Basti Leckereien, mit dem mache ich heute den Stream hier. Lecker. Fleisch. Lecker, lecker. Mhm. Vor allem Geheimtipp mit Meerrettich und Limette. Geil. Träumchen. Geil. Echt super. Muss ich auch mal machen. So, wir haben jetzt gerade eine Pause. Wir haben jetzt schon 3,5 Stunden Stream hinter uns. Gleich geht es wieder weiter. Und
Wie gesagt, ich verlinke euch mal hier oben den Kanal von der GBA. Dort könnt ihr den gesamten Livestream nachgucken. Da gehen nochmal Infos über alle Hotspots. Es sind insgesamt ja 7. Und da findet ihr auch weitere Infos. Und wie gesagt, ich bin hier jetzt mit meiner Svenja und dem Basti, hier Moderator in Seesen, beim Stadtmarketing in Seesen. Wir gehen jetzt langsam an die Abgabe ran. Es neigt sich 14 Uhr. Basti, ja. Dein Fazit bisher? Mein Fazit, Wetter scheiße gewesen. War ich ein bisschen genervt, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber jetzt ist das Wetter super, gerade zur Abgabe. Bin ich echt mega gespannt. Wir durften ja schon zwischendrin probieren. Ich habe viele Ideen aufgenommen, auch Fotos gemacht und probiert. Lecker. Genau. Lecker. Die Fotos seht ihr dann bei Bastis Leckereien auf Insta. Genau. Ja. Svenja, und wie war es für dich so? Es ist wie jedes Jahr auf einer Grillmeisterschaft anstrengend. Laufen, Asphalt treten, klar, ich meine, ne, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Es ist anstrengend, aber es macht auch so viel Spaß. Die Teams haben Spaß, wir sind so mit Herzblut dabei und man sieht, wie die Sachen kreieren und was dabei rauskommt. Da spielen Komponenten zusammen, das ist unglaublich. Ich durfte schon also eine unglaublich leckere Soße probieren. Ist so ziemlich jede einzelne Nuance, die da drin war, rausgeschmeckt. Es ist faszinierend und toll. Also wie immer, super. So, jetzt ist mal der Basti bei mir an der Cam und ich muss sagen, mein Fazit bisher, wie gesagt, gleich wird spannend. Gleich geht der erste Gang, das ist die Forelle, raus. Ja, die Teams, die sind jetzt so in euphorischer Ruhe, würde ich das mal nennen. Wir sind sehr gespannt, Leute, und ich werde euch definitiv nochmal die Teller zeigen. Danach kommt ja das Lamm, dann kommt das Dessert. Und bisher muss ich sagen, wir sind seit 9 Uhr mit dem GBA Livestream on. Wir waren auch reichlich dabei. Und ich muss sagen, bisher hat es mir echt gut gefallen. Ich hoffe, dass viele Zuschauer bei der GBA auf dem Livestream sind. Und ich werde mir das auf alle Fälle im Nachhinein nochmal angucken. So, und jetzt bereiten wir drei uns vor, weil gleich, wie gesagt, ist die Abgabe. Und dann wird es bestimmt unruhig. Gerrit, aber da habe ich doch gleich noch eine Frage an dich. Ja, gerne. Bei welchem Team hat dich so die Vorbereitung oder die Idee, die dahinter steckt, was sie präsentieren wollen, am meisten beeindruckt oder inspiriert sogar? Das Team, die Go Gorillas Barbecue, fand ich geil, dass die sehr, sehr viel auf Soßen setzen. Ich bin auch ein absoluter Soßenfreak. Und ich habe zwei Soßen dort gesehen und auch probieren können. Das fand ich eine geile Nummer. Und da bin ich auch, weil ich bin auch ein echter Soßenfan. Das gehört für mich aber dazu. Und ich glaube, Fleisch können alle. Für mich entscheiden auch heute die Beilagen was. Ja. Und mein Geheimtipp war ja, oder mein Geheimfavorit war ja neben der Präsentation, und zwar vom Horst, die Meerrettich und geriebene Zitrone mit so richtig leckerem Fleisch. Genau. Habt ihr ja auch im Video eben gesehen, ein Porterhouse und ein Rumpsteak mit Meerrettich und Zitrone. Leute, macht das mal nach. Sehr geil. Gehört ja jetzt nicht zum Wettbewerb. War mal so ein bisschen Nebenbeiverköstigung fürs Team, für die Besucher. Aber eine geile Nummer, eine geile Kombi. Ich stehe eh auf Meerrettich. Von daher echt geil. So Leute, und jetzt müssen wir mal gucken. Es geht gleich los. Und dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Kleine Weberlehängs. Ich finde das auch immer ganz schön. Gorillas Barbecue. Wenn die Haut noch so drauf ist. Ja. Also Berlin Barbecue Brothers. Und die Barbecue Brew Crew. Ich mag Horst, das mal, wenn das so. Du hast es gerade hingepackt. Magst du mir mal kurz sagen, deinen kurzen Teller mal vorstellen, was das für eine Kreation sein soll? Ja, wir haben hier den Süßkartoffel-Estragon-Püree. Dann haben wir ein angeräuchertes Tartar von der Forelle. Dieselbe Forelle haben wir dann nochmal auf der Haut gebraten. Haben dann einen Zwiebelschmand-Cabernet unten rein, welches sich hier oben wiederfindet. Und da sind schnell gepickelte Radieschen. Jetzt sind wir bei den kleinen Weber Lions. Und die haben hier noch einen schönen, ja, Resteteller würde das zu schlecht machen, aber einen Probierteller von dem. Ist noch was übrig. Ja, und da würde ich ganz gerne mal probieren und du erklärst mir das mal. Du bist der Matthias, ne? Richtig, hallo. Das ist kalt geräucherte Lachsforelle. Oh, dann nehmen wir das mal. Matthias. Schmeckt. Geile Räuchernote. Jawohl. Mhm. Ganz anders, als man ihn so normal kaufen kann. Finde ich irgendwie
fruchtiger von der Rauchnote. Finde ich sehr geil. Marinade des Holzes liegen, ja. Ah, und was haben wir hier noch? Das ist Forellenfilet. Ui. Gefüllt mit einer Farce aus ebenfalls Forelle, Busche, Sellerie und noch ein, zwei, drei Zutaten. Leute, schöne Grüße an den Grill-Junkie, ne? Lecker Fisch. Mega. Also diese Füllung finde ich richtig geil. Die hat dort, am Anfang kommt sie ein bisschen süßiger rüber, ja, und später würziger. Kontakt, ja. So, ich darf ich einfach hier mal reinfassen. Kein Fall. So Leute, nur nicht das große Stück. Nee, die rote Beete, Forelle. Gestern gefangen, heute eingelegt. 4 Stunden, 5 Stunden ziehen lassen. Ey, liebe Gin. So, Gerrit, jetzt die Preisfrage. Was schmeckst du noch raus? Rote Beete. Weiter, was noch? Gin. Estragon oder sowas in Richtung? Nein. Das ist schwierig. Der Gin kommt schon gut durch und Rote Beete merke ich auch, weil ich habe gerade ein paar Sachen mit Rote Beete getestet, deswegen habe ich den Geschmack noch recht präsent. Das Erdige. Sag ich nicht, weiß ich nicht. Wollen wir es ihm verraten? Ja, ja, gut. Na? Zitronenabrieb und Orangenabrieb. Und ja, okay. Die Orange schmeckst du auch, ne? Ja, stimmt. Wenn ich jetzt das weiß, schmecke ich sie auch. Richtig. Das passt zu so einem Gin Tonic, sag ich jetzt mal. Ja, genau, richtig. Geil. Wir haben hier einen Selleriewürfel in Panko-Panade mit Spargelpesto an Schnittlauchöl. Lasst es euch schmecken. Sehr geil aus, Svenja. Vielen Dank. Lasst es euch schmecken. Bei mir. Genau. So, Leute, so sieht's aus. Dann probieren wir mal. Und wie sich für die Moderatoren sich das gehört, Svenja hält den Stream gerade in der Hand, beziehungsweise und guckt drauf. Unfälle passieren. Absolut. Wie schmeckt's euch denn? Also die nächste Geschmacksexplosion, muss ich wirklich sagen, ich liebe Sellerie. Ja. Also ich habe noch nie so ein zartes Lamm gegessen, würde ich sagen. Und hier nochmal Bacon mit Spargel. Was nochmal? Guck mir das Lamm an. Ein Rosmarinmantel am Lamm. Probier mal. Und das ist eine Soße dazu. Das ist eine Senfsoße. Soll ich da mal zum Gucken? Das kommt. So Leute, das probieren wir jetzt auch mal. Ja, ich bin ja Schwabe und ich liebe Spätzle, ich bin groß geworden mit Spätzle und Soße und dann haben wir uns gedacht, probieren wir das mal umzumünzen und haben süße Käsespätzle gemacht, haben da eine Kirschgrütze dazu gemacht, einen Minz-Zitronenschmand und hier noch einen Quarkknödel, den wir in der Keksmarinade quasi eingerollt haben, gedämpft und dann auf dem Grill gegart. Hier nun das Dessert von den kleinen Weberleins. Björn, dann erzähl uns mal eure Kreation. Also das ist eine Hansen-Jensen-Torte mit Johannisbeeren an der Stelle und Johannetterlikör. Und dazu gibt es Oyopalin mit weißer Kuvertüre. Ja, sehr schön.
warte mal, tausche ich das mal aus. Mögt ihr vielleicht noch kurz erzählen, was ihr da kreatives designt habt? Wir haben heute Charlie Brown auf Rhabarbera. Das ist unser Schokokuchen mit flüssigen Brückentrüffelkern. Dazu Rhabarber-Ragout in einem Vanillelikör mit ein bisschen Erdbeeren und Heidelbeeren und eine Merenge mit Limettenabrieb dazu. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Also ich muss sagen, die Desserts sehen auch alle sehr gut aus, oder? Das ist ein American Cheesecake auf dem Keksboden. Das ist ein rote Beete-Mousse, nenne ich es einfach mal. Das ist ein Crumble dazu und ein, was war das, Mandelflake. Svenja, du rührst gerade das Dessert, wie ist es? Weil Dessert braucht man mit mir fragen, das ist immer gut. Dann halt eine Süße. Ja, Freunde, das waren meine Impressionen von der ersten Hotspot-Meisterschaft oder Wettbewerb der GBA hier vom Hotspot Seesen. Im Hintergrund sind die Teams fest am Abbauen. Mir bleibt nur eins zu sagen: herzlichen Glückwunsch an Binnen Glissen, an den Standort, an das Team Feuer und Eisen. Ich denke mal, ihr habt einen Top-Job gemacht und ja, bis zum nächsten Hotspot-Wettbewerb oder hoffentlich wieder auf der DGM.